Hallo, grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute einen kurzen Blick auf das, sagen wir mal, eher unangenehme Thema, unangenehm deshalb als Steuer, auf das Thema Immobilienertragssteuer, kurz IMOEST, gemeinsam machen werden. Es geht heute um Immobilienverkäufe von Privaten, wichtig, nicht um Verkäufe von Immobilien aus Betriebsvermögen heraus. Da schaut es ein bisschen anders aus. Die Immobilienertragssteuer oder eigentlich Ertragssteuer entfaltet, muss man vorab sagen, so wie die Kapitalertragssteuer bei Zinserträgen, grundsätzlich eine sogenannte Endbesteuerungswirkung. Das heißt, es besteht keine Verpflichtung in der Folge mehr, die Einkünfte aus diesem Immobilienveräußerungsgeschäft in die Einkommensteuererklärung zusätzlich aufzunehmen. Wie der Name bereits vermuten lässt, werden durch diese Steuer die Erträge versteuert, die sich aus dem Verkauf eines Grundstücks ergeben. Im Gesetz steht immer Grundstück. Als Grundstück gilt, und so sieht das Gesetz, Grund und Boden, alle Gebäude inklusive Wohnungen und grundstücksgleiche Rechte. Das sind zum Beispiel Baurechte. Die bisherige 10-jährige Spekulationsfrist hat mit 1. April 2012, da wurde die Immobilienertragssteuer eingeführt, ihre Bedeutung mehr oder weniger verloren. Viele Verkäufer, das muss man schon sagen, leben aber immer noch in dieser alten Welt, also steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren. Das gibt's halt seit 1. April 2012 nicht mehr. Und hier müssen wir als Makler für Aufklärung sorgen, damit dann nicht das böse Erwachen beim Verkäufer eintritt, weil auf einmal vom Ertrag oder vom Erlös oder vom Kaufpreis Steuer zu zahlen ist. Diese Unterscheidung beziehungsweise diese Spekulationsfrist ist jetzt nur mehr notwendig im Hinblick auf die Unterscheidung in Alt- und Neuvermögen. Da stellt sich jetzt mal die Frage, was ist Altvermögen? Und warum ist eigentlich diese Unterscheidung in Alt- und Neuvermögen so wichtig? Gemäß Definition sind also alle Anschaffungen vor dem 1. April 2002. Man spricht davon, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr steuerverfangen waren. Daher gelten alle Anschaffungen hier als Altvermögen. Also der Spekulationstatbestand 10-Jahresfrist gilt nicht mehr und daher Altvermögen. Es gilt oder es erfolgt damit dann auch eine pauschale Besteuerung des Altvermögens. Dabei werden die Anschaffungskosten ganz einfach mit 86% des Veräußerungserlöses pauschal angenommen und der restliche Betrag wird mit einem Sondersteuersatz von 30%, eben der Satz, der für die Immobilienertragssteuer gilt, belastet. Und wenn man das jetzt dann durchrechnet, aufgrund dieser Anschaffungskosten 86%, kann man vereinfacht rechnen 4,2% bei Altvermögen. Und zwar gerechnet vom Verkaufserlös oder sprich vom Kaufpreis. So, auf der nächsten Seite oder auf dem nächsten Chart sehen wir jetzt noch das Thema Grundstücksumwidmungen. Das ist sozusagen
Das zweite Thema, was sind Umwidmungsgewinne? Grundstücke, die nach dem Jahre 1987 von Grünland in Bauland umgewidmet wurden, für die gilt der erhöhte Satz von 18%. Wie kommt man jetzt zu diesen 18%? Wiederum pauschal werden die Anschaffungskosten mit 40% des Verkaufserlöses per Gesetz angenommen und der verbleibende Betrag wird wiederum mit 30% Sondersteuersatz belastet. Also durchgerechnet ergibt es 18% vom Verkaufserlös. So, auf der nächsten Seite, am nächsten Chart sehen wir jetzt, da geht es jetzt da um das Neuvermögen. Also wenn es Altvermögen gibt, muss es auch mehr oder weniger Neuvermögen geben. Und was ist nun ein Neuvermögen? Nach Definition ganz einfach, alle Anschaffungen nach dem 1. April 2002. Und hier erfolgt allerdings die Besteuerung des Gewinnes mit 30%. Wobei ein Abzug, ein sehr eingeschränkter Abzug an Werbungskosten möglich ist. Dazu kommen wir etwas noch später, kurz. Bis 2016 war auch noch ein Inflationsabschlag möglich. Der ist aber seit 2017 Geschichte. Also daher brauchen wir uns mit dem gar nicht mehr beschäftigen. Weiters besteht die Möglichkeit, zur Regelbesteuerung zu optieren. Dazu auch noch später. Und der Sondersteuersatz von diesen 30% gilt nicht für Rentenzahlungen. Also wenn Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen gegen Rente entstehen, dann wird das über die normale Steuererklärung abgewickelt. So, nächster Chart bitte. Wie kommen wir nun zu dieser Steuerbemessungsgrundlage im Neuvermögen? Wir haben einerseits einmal den Verkaufserlös, das ist auf gut Deutsch gesagt der Verkaufspreis, und da gibt es eben Zu- und Abschläge. Einerseits können wir den Herstellungsaufwand, den Instandsetzungsaufwand abziehen, also Investitionen sozusagen, die wir zusätzlich zu den Anschaffungskosten noch gemacht haben. Allerdings wurde das Gebäude vermietet, verpachtet, also wurden Einkünfte daraus erzielt, dann sind die bereits als teilweise die Anschaffungskosten oder die Instandsetzungskosten ja als Werbungskosten abgesetzt. Und daher kann man sie nicht doppelt geltend machen. Daher müssen wir wieder die AFA, die wir bereits in Anspruch genommen haben, dazuzählen. Zuzüglich auch eventuell beschleunigter Herstellungsaufwendungen bei denkmalgeschützten Objekten. Und wenn wir irgendwelche Subventionen bekommen haben für die Errichtung des Gebäudes, dann sind die wieder hier dazu zu zählen, damit wir eben auf diesen auf diese Steuerbemessungsgrundlage kommen, wovon wir dann diese 30% Sondersteuertarif zu zahlen haben, zu berechnen haben. Gut, auf der nächsten Seite geht es jetzt darum, um diese Werbungskosten, wo es wirklich sehr eingeschränkt, also da ist es wirklich eingeschränkt, kann man sagen. Es gilt eigentlich nur abzugsfähig als Werbungskosten, Kosten für die Mitteilung und für die Selbstberechnung durch den Parteienvertreter. Und der Parteienvertreter ist der, Rechtsanwalt, der Notar, der den Kaufvertrag errichtet. Nicht abzugsfähig sind leider unsere Provision. Da spreche ich aber immer bitte von der Provision zum Zeitpunkt des Kaufes. Ja? Dann die Kosten für Vermarktungsinserate, die Vertragserrichtungskosten, Kostenbewertungsgutachten und als Sauerei könnte man das bezeichnen, nämlich auch die Fremdkapitalszinsen sind nicht abzugsfähig als Werbungskosten. Das ist ein eigenes Thema, da könnte man lange drüber philosophieren. Da gibt es auch OGH. Also na, es gibt Einwendungen und gibt Rechts Verläufe, wo man das bekämpfen möchte. Aber da gibt es noch kein Ergebnis leider.
So, auf der nächsten Seite gibt es jetzt so quasi die Möglichkeit, wenn ich nicht mit dem Steuersatz, mit dem normalen Steuersatz versteuern möchte, dann kann ich optieren in die Regelbesteuerung, also anstelle eben dieses der IMOES. Und da geht es darum, was günstiger kommt, die IMOES oder die Regelbesteuerung, das muss man sich genau ansehen, beziehungsweise halt ganz einfach durchrechnen. Da ist nicht nur der Makler, sondern auch nämlich der Steuerberater des Kunden gefragt, weil die Rechtsanwälte und Notare in der Regel hier nicht wirklich besonders intensiv sich damit schon beschäftigt haben oder auch das Ausrechnen. So, es gibt Gott sei Dank auch Ausnahmen bzw. Befreiungen. Zum einen einmal die Hauptwohnsitzbefreiung. Steuerfrei ist die Veräußerung, wenn man hier einen Hauptwohnsitz begründet hatte und durchgehend mindestens 2 Jahre in den letzten 5 Jahren gewohnt hat. Oder 5 Jahre, mindestens 2 Jahre gewohnt hat, langsam, oder in 10 Jahren 5 Jahre dort den Hauptwohnsitz gehabt hat. Also muss man sich dann im Detail anschauen, ist die Befreiung Hauptwohnsitz, kommt sehr häufig natürlich zum Tragen. Und die zweite Befreiung ist die Herstellerbefreiung. Das ist dann auf der nächsten Seite. Steuerfrei sind eben auch Gewinne aus Veräußerung einer selbst hergestellten Immobilie. Der Grund und Boden ist hier jedoch steuerpflichtig, sofern nicht eben eine zusätzliche eine Hauptwohnsitzbefreiung anzuwenden ist. Aus der Praxis eine Ausnahme von der Herstellerbefreiung kommt insoweit zum Tragen, als das Gebäude innerhalb der letzten 10 Jahre der Erzielung von Einkünften gedient hat, dann liegt teilweise eben eine Nutzung zur Erzielung von Einkünften vor und man kann auch diese Befreiung nicht in Anspruch nehmen, leider. Also Herstellerbefreiung, Hauptwohnsitzbefreiung. Das sind die zwei wesentlichen für uns relevanten Befreiungen. Auf der nächsten Seite sehen wir noch eher so sonstige Befreiungen. Da geht es darum, wenn zum Beispiel ein behördlicher Eingriff erfolgte, also eine Zusammenlegung, Flurbereinigung, Baulandumlegung, also alles, was halt das als behördlicher Eingriff gilt, dann gibt es natürlich eine Befreiung. Befreit ist auch eben die Abgeltung von Wertminderungen im öffentlichen Interesse zum Beispiel. Ja, zuletzt kommen wir schon ins Finale. Wer erhebt die Immobilienertragssteuer? Die Parteienvertreter, das sind der Rechtsanwalt und der Notar, die sind verpflichtet, diese Immobilienertragssteuer zu thematisieren und auch abzuwickeln. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen einmal, indem der Parteienvertreter eine Abgabeerklärung abgibt. Das ist die einfachere Art. Bei dieser Abgabenerklärung teilt sozusagen der Parteienvertreter mit der Finanz einerseits einmal die beteiligten Parteien, also am Veräußerungsgeschäft, weiters teilt damit die Steuernummern der jeweiligen Parteien und er gibt nur weiter quasi die Angaben des Steuerpflichtigen über die Höhe der Vorauszahlung, sprich der Immobilienertragssteuer. Da berechnen sozusagen die Parteien selbst die Steuer, das ist so quasi die Abgabenerklärung. Die zweite Variante ist halt die Selbstberechnung der Immobilienertragssteuer durch den Parteienvertreter. Und da führt er halt diese Berechnung selbst durch und haftet letzten Endes auch dafür. Für die Meldung an die Finanz haftet er so und so immer. Also es gibt keinen Weg vorbei an dieser Immobilienertragssteuer. Abschließend noch ein Hinweis. Die Kosten, ja, für diese Berechnung der Immobilienertragssteuer
trägt oder soll der Verkäufer tragen. Das ist nicht so, dass das im Rahmen der Nebengebühren auf den Käufer überwälzbar wäre. Immobilienertragssteuer ein durchaus interessantes Thema, wichtiges Thema auch für den Immobilienmakler, weil er halt informationspflichtig ist, aufzuklären über das Thema. Ansonsten ein eher unangenehmes Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Informationen zum Thema IMOS geben und freue mich für Sie, wenn Sie viele Verkäufe machen und viele Informationen an Verkäufer über die Immobilien-Est weitergeben können dadurch. Vielen Dank. Super, vielen Dank, Herr Breyer, da für Ihre ja, guten Ausführungen. Wie immer sehr interessant. Bitte, gerne. Danke. Super, alles Gute nach Wien, bis bald. Alles Gute, danke.